Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Herzlich willkommen auch heute. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Ja, auch heute haben uns wieder Resonanzen erreicht und das möchte ich euch vorlesen. Da schreibt uns jemand: Es ist so schön, dass es eure Sendung Hoffnung um 12 gibt. Vielen Dank für eure super Idee. Danke auch für eure Gebete. Ich spüre eine große innere Ruhe. Und das freut uns ganz besonders, dass wir wirklich Menschen auch helfen können, in eine Ruhe hineinzukommen, gerade jetzt in dieser aufgewühlten Zeit. Es freut uns sehr, wenn wir Rückmeldungen bekommen. Ja, ermutigen möchte ich heute auch wieder. Und heute habe ich ein Thema, was so einen Tag für Herausforderungen hat, wie wir damit umgehen. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen. Auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Jeder Tag hat seine Herausforderungen, das wissen wir. Und manche haben schon Probleme, stehe ich mit dem linken oder dem rechten Fuß auf oder die Katze oder was auch immer einem so über den Weg läuft. Es gibt so viele Herausforderungen, der Mann sagt falsch guten Morgen und oder was auch immer, ihr kennt das Ganze. Es gibt so viele Herausforderungen. Aber in Matthäus 6, Vers 34 heißt es: Sorgt euch nicht um morgen, der nächste Tag wird sich selber sorgen. Der nächste Tag wird für sich selber sorgen. Wir sind oftmals so, ich bin auch so einer, der am besten das ganze Jahr durchplant. Was wird morgen, was wird übermorgen, was muss ich da tun? Und ich bin schon so beschäftigt über morgen und wie das schwierig werden könnte. Und da kommt doch das und da kommt jenes. Und ich habe manchmal gar nicht mehr den Kopf für den eigentlichen Tag. Und es heißt hier auch, wir sollen uns nicht um morgen sorgen, sondern dass wir uns für diesen Tag, in dem wir jetzt leben, dafür sorgen und Gott auch wirklich mit uns ist. Und ich glaube, das ist eine Spanne, darum steht es auch in der Bibel, eine Spanne, die wir am besten überblicken können. Und lasst uns jeden Tag gut machen und lasst uns den nächsten Tag wieder den nächsten Tag durchleben, durchdenken. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du jetzt mit jedem bist, der Sorgen hat über die Zukunft, Sorgen hat über den nächsten Tag, über die nächste Woche, über den nächsten Monat. Ich danke dir dafür, Herr, dass Ruhe hineinkommt. Herr, dass wir uns freuen dürfen über den Tag, in dem wir leben und du uns die Kraft schenkst für jede Herausforderung, die heute auf uns zukommt. Schenk uns das Gelingen, schenk uns Weisheit zum Entscheiden. Ich danke dir dafür. Amen. Ja, und übrigens, dieser Bibelvers ist meine Jahreslosung für das Jahr 2020. Und Gott hat schon gewusst, was da auf uns zukommt. Und das ist wirklich ein wunderbares Wort, woran wir uns auch festhalten können. Ja, und heute wollen wir beten für Menschen, die einsam sind, die zu Hause sitzen und nicht raus können oder die niemand haben oder aus was für Gründen auch immer einfach einsam sind. Jesus, ich danke dir, dass wir heute für diese Menschen beten dürfen, die zu Hause sitzen, die niemand haben, die sich einsam vorkommen und die auch wirklich einsam sind. Und ich danke dir, dass du ihnen Menschen zur Seite stellst, die ihnen anrufen oder die sie irgendwie grüßen. Und ich danke dir, Jesus, dass du diese Menschen einfach erfüllst und dass sie wissen, dass sie auch nicht alleine sind, sondern du bei ihnen bist. Danke, Jesus, dass du für sie einfach Freude bereit hast, dass sie nicht irgendwie versinken in negativen Gedanken, sondern dass sie Freude haben trotz allem und dass sie Frieden haben, dass dein Friede in ihren Herzen wohnt. Danke, Jesus, dass du für sie sorgst und dass du mit ihnen bist. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und auf Facebook kam folgendes Gebetsanliegen: Bitte betet für mich. Mein Auto ist kaputt und ich brauche es für die Arbeit. Und außerdem brauche ich Gebet für meinen offenen Fuß, dass er schnell wieder verheilt und dass ich das Abnehmen schaffe. Allein schaffe ich es nicht. Jesus, und ich danke dir, dass du gerade für diese Person jetzt da bist und dass du sie kennst. Und ich danke dir, dass du auch
eine Reparatur für ihr Auto hast, beziehungsweise vielleicht ein neues oder was auch immer, dass du da eingreifst, dass du ihr Versorger bist mit diesem Auto. Ich danke dir, Jesus, dass du der Herr bist auch über ihren Leib, über ihren Fuß und egal, was ihr sonst noch fehlt, dass du sie einfach durchströmst mit deiner Heilungskraft. Danke, Jesus, du bist der Herr, der Wunder tut. Und wir danken dir, dass du auch mit ihr bist und ihr irgendwie Weisheit gibst oder auch Dinge zur Seite stellst, die ihr helfen abzunehmen. Danke, Jesus, du siehst, dass sie es möchte in ihrem Herzen. Und ich danke dir, dass du ihr einfach hilfst, durch was auch immer. Danke, dass sie nicht alleine ist, sondern dass du bei ihr bist, dass du ihr hilfst und dass du ihr vielleicht auch Menschen mit Rat und Tat zur Seite stellst. Danke, Jesus. Amen. Schreib uns deine Anliegen oder ruf uns jetzt an. Die Infos sind eingeblendet. Ein weiteres Gebetsanliegen hat uns erreicht. Es ist schön, nun auch über WhatsApp mit euch verbunden zu sein. Ich habe euch letzte Woche per Mail geschrieben. Mein mittlerer Sohn trifft es im Moment sehr hart. Er bekommt für seine Firma mit 4 Angestellten keine Unterstützung von der Regierung. Er hat 2 kleine Kinder und ist auch immer wieder gesundheitlich angeschlagen. Die Firma besteht seit 10 Jahren. Ich bitte euch aus tiefstem Herzen, betet für sie, dass das Wunder passiert und er Unterstützung doch noch von der Bank erhält. Er hat der Regierung bereits geschrieben, aber keine Rückmeldung erhalten. Ja, ich glaube, in diesen Tagen wird Geld verteilt und nicht alles wird richtig und gerecht verteilt. Und da möchten wir auch bitten, dass da Gerechtigkeit hineinkommt, wenn du gerade unter so etwas leidest wie dieses eine Anliegen. Danke, Herr, dass wunderbar du Lösungen hast. Herr, auch da und lass auch da wirklich Gerechtigkeit herrschen. Lass da auch wirklich, Herr, Hilfe kommen und Herr, wenn es auch nicht vom Staat kommt, Herr, du öffnest ganz andere Schleusen und ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr, lass wirklich Überraschung, Herr, wie so ein Geburtstagsgeschenk, eine Überraschung kommen, Herr, von einer Stelle, wo man es gar nicht vermutet. Ich danke dir, Herr, dass in diesen Zeiten, Herr, wirklich auch Gerechtigkeit herrscht, Herr, in diesem Bereich. Ich danke dir. Amen. Amen. Und viele Menschen haben auch Erlebnisse mit Gott, wo Gott wörtlich eingreift und ihnen zur Seite steht. Und da habe ich auch 2 mitgebracht heute wieder. Da schreibt uns eine Person: Vor längerer Zeit hatte ich 2 Gebetsanliegen zu euch geschickt. Das erste Anliegen ging um einen Rentenverlängerungsantrag. Dieser wurde ohne weitere quälende Termine oder Untersuchungen genehmigt und wird wieder für 3 Jahre weitergezahlt. Preis dem Herrn. Das zweite Anliegen ging um eine neue Wohnung. Seit 1,5 Jahren suchte ich vergeblich nach einer neuen Bleibe. Ich suchte im Internet und bewarb mich ebenfalls bei 2 Genossenschaften. Aufgrund meiner 50-prozentigen Schwerbehinderung war es schwierig, etwas Passendes zu finden. Und dann kam das. Ich erhielt einen Anruf von einer Neubauwohnungsvermietungsgesellschaft, die ich schon fast vergessen hatte. Und diese nahmen mich dann als Mieterin. Gott ist so gut. Die Wohnung wird von der Stadt gefördert, ist also für mich bezahlbar, liegt direkt in der Nähe zur Kirchengemeinde und ist sehr zentral in dem Stadtteil, in dem ich früher auch gewohnt habe. Und dazu ist sie auch im Grünen, trotz Lage in der Stadt. Es scheint perfekt. Sogar eine neue Küche ist im Preis inbegriffen und eine Bushaltestelle direkt neben dem Haus. Ich kann nur noch staunen und Gott danken. Ja, was Gott tut, da können wir wirklich staunen. Und möchte jetzt da auch für alle beten, die Versorgung brauchen. Jesus, ich danke dir, dass du auch alle Menschen siehst jetzt, die eine Wohnung brauchen oder ein Auto brauchen oder irgendetwas brauchen, die Versorgung brauchen von dir. Und ich danke dir, dass du eingreifst. Auch die Menschen, die Versorgungsängste haben, dass du diese Angst wegnimmst und dass wir ihnen Mut machen dürfen, an dir festzuhalten. Du bist ein Gott, der Wunder tut. Und wir danken dir und das, was er bei dieser Person getan hat,
kann er auch bei anderen tun. Und ich danke dir, Jesus, dass du eingreifst bei diesen Menschen, die deine Versorgung brauchen. Amen. Amen. Und noch ein weiteres Zeugnis. Heute möchte ich Gott die Ehre geben, denn er hat mein Gebet durch eure Gebetshilfe erhört und geholfen. Ich habe in meinem rechten Knöchel schwere Arthrose und konnte in der Vergangenheit oftmals nur unter ganz großen Schmerzen laufen. Es war mehr ein Hinken, was für mich auch deshalb ganz besonders schlimm gewesen ist, weil ich zu Hause viele Treppen gehen muss und außerdem gerne wandere. Nun hat unser Herr und Gott eingegriffen. Ich kann wieder laufen, auch etwas weitere Strecken. Ich bin total zufrieden und dankbar. Und danke Ihnen für Ihre immerwährende Unterstützung. Wunderbar. Ist das nicht wunderbar? Ja. In so einer Zeit, wo wir manchmal nicht aus noch ein wissen, Gott ist an der Arbeit. In ganz verschiedenen Dingen. Gott ist an der Arbeit, auch bei dir. Lass es uns wissen über WhatsApp, was er bei dir getan hat. Es ist so schön, wenn wir das berichten dürfen, weil das richtet so viele Menschen auf. Denn das, was einmal bei einem anderen passiert ist, warum soll das nicht auch bei mir passieren? Glaube daran, das ist wie eine Verheißung für dich, dass Gott es kann, sowieso. Aber wenn wir sehen, dass es bei einem Menschen passiert ist, glauben wir viel, viel mehr. Heute wieder ein Tipp des Tages. Wir kennen das, wir stehen morgens auf und haben sehr viele Dinge und haben sowas vor, was uns so richtig gut tut. Vielleicht Kaffee trinken, eine Schlagsahnetorte oder eine Sahnetorte, Schokotorte oder irgendwas. Ich mag zwar keine Torten, aber Apfelkuchen. Irgendwas, was einem richtig Spaß macht zu machen, Kaffee zu trinken mit dem frischen Kuchen oder dem frischen Brot oder einen Enkel anrufen oder wo ich sage, das will ich heute. Und wisst ihr, wie es meistens passiert? Man ist Abend, es ist Abend und man hat es nicht getan. Mach heute mal es umgedreht. Mach erst mal so 2, 3 Sachen, die du so richtig gerne tust und dann mach den Rest der Arbeit. Es wird dich richtig aufbauen. Schreib uns weiter deine Anliegen. Wir beten gerne für dich. Das Telefonteam ist noch bis 13 Uhr für dich da. Ich möchte dir heute unser Magazin zeigen und das kannst du bestellen, völlig kostenlos. Und da sind so viele mutmachende Berichte drin und gerade ist das Neue im Druck, wo auch richtig Mut macht in dieser Situation. Du bekommst es völlig, völlig kostenlos. Und wenn du es heute bestellst, bekommst du auch noch mein Buch dazu. Du bist wertvoll. Lass uns deine Adresse wissen. Wir schicken es dir gerne zu. Wir verabschieden uns und freuen uns, wenn du morgen wieder dabei bist. Der Herr segne dich. Alles Gute und Gottes Segen. Schon gelesen? Das neue Magazin ist da. Mit hilfreichen Artikeln für Ihr Leben und aktuellen Infos aus dem Missionswerk. Jetzt kostenlos bestellen.